Die Höhenverstellung der Stirnstütze kann zur optimalen Anpassung der Maske beitragen. Vor allem bei kurzen Gesichtern kann das Stirnpolster zu dicht am Haaransatz anliegen und dadurch seine Funktion nicht mehr erfüllen. Um die Höhe der Joyce Easy zu verstellen, entfernen Sie die Bänder von der Stirnstütze. Lösen Sie hierfür die oberen Klettverschlüsse auf beiden Seiten und ziehen Sie die Bänder ab. Drehen Sie das blaue Drehelement um 90 Grad im Uhrzeigersinn. Ziehen Sie die Stirnstütze nun bis zum Anschlag und anschließend mit wenig Kraft ganz heraus. Ein Blick auf den Steg der Stütze zeigt, dass sie nicht mittig am Maskenkörper angebracht ist. Drehen Sie die Stirnstütze um 180 Grad. Die Zahlen stehen nun auf der anderen Seite. Lassen Sie das blaue Drehelement in geöffneter Position. Führen Sie dann die Stirnstütze in die Löcher ein und befestigen Sie sie mit leichtem Druck wieder an der Maske. Verschließen Sie das Drehelement. Fädeln Sie die Bänder anschließend wieder ein und schließen Sie die Klettverschlüsse. Die Höhe der Stirnstütze ist nun verringert und die Maske kann angepasst werden. Um die Maske anzupassen, sollten Sie zunächst den Winkel von der Maske lösen. Stellen Sie sich hierfür eine Uhr vor. Die Spitze des Sicherungsrings zeigt in geschlossenem Zustand auf 12 Uhr. Drehen Sie ihn nun auf 11 Uhr und nehmen Sie den Winkel ab. Jetzt können Sie den Sitz der Maske mit Blick in den Maskenkörper besser beurteilen. Außerdem kann der Patient so ruhiger atmen und gegebenenfalls mit Ihnen sprechen. Verbinden Sie den Schlauch vorab mit dem Winkel. Anschließend setzen Sie die Spitze des Sicherungsrings in der 11 Uhr Position auf den Maskenkörper. Drehen Sie den Ring von 11 auf 12 Uhr, bis er einrastet. Jetzt kann das Therapiegerät gestartet werden oder der Patient kann über die Start-Stopp-Automatik direkt mit dem Atmen beginnen. Die Farbe der Klettverschlüsse zeigt Ihnen den oberen und unteren Bereich an. Kleine Eselsbrücke, die oberen Klettzungen sind hellblau, wie der Himmel, die unteren dunkelblau, wie das Meer. Außen sind die Bänder hell, innen dunkelblau. Um sie ganz leicht korrekt zu montieren, legen Sie die Bänder mit der hellblauen Außenseite auf den Tisch. Vergewissern Sie sich, dass sich die jeweils korrekte Farbe oben bzw. unten befindet. Legen Sie die Maske nun auf die Bänderung und verbinden Sie alle vier Enden mit der Maske. Die Joyce One-Familie verfügt ebenfalls über eine Farbkodierung. Die Innenseite der Bänderung ist mit einem grünen Kreuz gekennzeichnet. Verbinden Sie nun den grünen Clip mit dem grünen Gegenstück in der Maske und den transparenten Clip mit dem transparenten Gegenstück. Dank eines Silikonstoppers bleibt diese Farbkodierung auch dann bestehen, wenn Sie die Bänder wieder demontieren. Befestigen Sie anschließend die oberen Enden. Der Clip hat vorne zwei kleine Häkchen. Schieben Sie das graue Bedienelement also nach hinten, werden diese nach unten gedrückt und der Clip löst sich von der Maske. Ein einfaches Drücken des Clips oder das Ziehen an der Bänderung löst den Clip nicht. Der Clip der Joyce Easy Next FF unterscheidet sich nur in Farbe und Größe. Die Funktionsweise ist identisch. Wenn Sie also das blaue Bedienelement des Clips nach hinten ziehen, löst sich der Clip von der Maske.